Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Grand Skies. Und da sind wir wieder. Ich brauche jetzt gerade mal ein bisschen Zeug, weil, so wie ich mir das vorstelle, das nicht funktioniert. Ich brauche eine Chest. Ich brauche mehrere Item Ducts. Item Ducts. Und Servo habe ich dabei. Wir haben den Basic Import Bus. Okay, jetzt müsste das eigentlich so funktionieren, wenn ich das so aufbaue. Denn er kann hier irgendwie nicht direkt ins ME-System. Ist eher schlecht, kann man aber nicht ändern. So, das heißt, wir nehmen uns die besagte Chest, legen sie oben drauf, geben ihm hier die Möglichkeit, mit dem Item Duct das Zeug rauszubringen. So, und geben ihm dann vor, okay, hier ist dann bitte dein Import-Bus. Heißt, in der Theorie schmeißt er das Zeug dann raus. Er arbeitet auch, das ist schon mal gut. Wir legen Lettuce rein, Lettuce geht auch raus. Wir legen Lettuce Seeds rein, die gehen auch raus. Später vielleicht mal, so, wenn er hier durch ist mit dem Zeug. Jetzt warte ich darauf, dass da mal was Neues kommt. Okay, da ist gerade eh was passiert, da ist was dazugekommen. Wir müssen jetzt einmal warten, bis hier was dazukommt, sonst kann ich mir... Ja, okay, es funktioniert. Jetzt funktioniert's. Okay, mit dem Konstrukt funktioniert's. Hier bringt er meine Dings raus. Habe ich hier irgendwo was, das spawnen kann? Nein. Das können wir übrigens mal wieder ausmachen. So, okay, jetzt funktioniert's. Sehr gut. Jetzt wird es jetzt... Ja. Okay, das sieht gut aus. Die Flut geht auch raus. Hier die Sludge. Da kann ich gerade nochmal den Sludge Bucket reinfüllen. So, Sludge ist raus. Wunderbar. Wir gehen hier hin. Machen das System immer wieder ein bisschen leer. Dass das Zeug, das wir nicht verbrauchen, rausgeht. So, die Torches brauchen wir. Bierleiser ist auf jeden Fall gut. Also, ich wollte jetzt mal gucken. Lettuce. Haben wir 56 im Moment hier im System. Und Lettuce Seeds auch einige. Dann haben wir jetzt hier Birch. Birch ist eigentlich ganz gut. Hier 19 Birchwood. Okay, ja, hier kann er jetzt erstmal aufbrauchen. Was ich hier gerade nochmal mache, ist den hier als Ausgang machen. Und dann kann er nämlich das alles rüberfüllen in das Ding. Oder die sämtliches Holz daraus kann er da rüberfüllen. Ist ja auch mal was. Er braucht allerdings ein Servo dafür, sonst funktioniert das hier nicht. Servo. So. Und dann müsste er das theoretisch alles umfüllen. So, Servo ist mit installed. Da macht er gerade noch nichts. Heißt so. Und schon sehen wir. Nix. Doch. Ja, doch. Funktioniert. Da kommt was rein. Da geht das raus. Okay, dann machen wir das Ding leer, das voll. Die Rubber Leaves werden eh hier verbrutzelt. Sehe ich das richtig? Ja, da passiert was. Passiert da was? Composting. Okay, da passiert auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas passiert da. Hier haben wir das Birchwood. Das können wir dann, wenn er soweit ist, da reinfüllen. Wenn er das hier alles umgefüllt hat. Okay. Hier haben wir das QDS für die Geschichte. Jetzt überlege ich gerade erstmal mit der Sludge, was funktioniert hier, ne? Er hat hier ordentlich zu tun. Er hat ordentlich Sludge. Sehr gut. Da ist auch gerade richtig Sludge drin. Da auch. Meine Güte, auf einmal kommt da richtig Sludge um die Ecke. Yay. Oak Sapling? Wo kann er denn jetzt noch Oak Saplings hinbringen? Die kann er eigentlich... Hatte ich hier nicht... wait a minute. Was ist da los? Whitelist. Eigentlich dürfte er da gar nichts mehr hochbringen können. Stoppkette, Whitelist, so. Jetzt muss ich eigentlich hier die Birch Saplings whitelisten, damit er das macht. Was soll das? Schweinepriester.
Warum in drei Teufelsnamen machst du das? Birch Sapling, Whitelist, bitte. Nichts anderes. Also, das ist jetzt aber strange. Wie? Du Schweinepriester, was tust du da? Du hast doch eigentlich nur... Kann dann eigentlich wirklich nur die Dinger... What? So. Jetzt aber hier mal... Nee, so geht das nicht. So, ja, genau. Genau, genau. Oak Saplings, yay, yay. Super, super, Oak Saplings, yay, yay. Das ist mir doch suspekt. Wo sind jetzt meine Birch Saplings hin? Da, 10. Nein, hör auf damit. Du willst damit aufhören. Wo kriegst du die doch her? Du dürftest eigentlich keine mehr kriegen. Ist die jetzt verdreht? Nee, passt noch alles, ne? Ja, passt alles. Aber was ist denn, was geht denn hier ab? Warum? Oder kann er die nicht auseinanderhalten? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, er kann die nicht auseinanderhalten, aber... Alter, was soll das? So, nochmal, Item Duct. Wupp. Da bitte ein Servo rein. Das Servo dann bitte konfigurieren mit Whitelist. Ignored. Drehen. Theoretisch dürfte jetzt nichts mehr durchkommen. Sämtliche Saplings hier dürften nicht weitergehen. Sieht gut aus. So, weg damit. Und jetzt gebe ich ihm als gewhitelistetes Ding die Birch Saplings. Bitteschön. Da dürften die... Okay, irgendwie funktioniert das nicht, weil die Saplings wohl zusammengehören. Also die kriegt er, das kann er nicht auseinanderhalten. Gehört, das hatten wir ja schon mal, das Thema. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber das Thema hatten wir schon mal. Das heißt, ich nehme jetzt einfach hier sämtliche Oak Saplings raus. Ich nehme einfach alle Saplings weg. Weg mit den Oak Saplings. Oak Saplings raus. Ich diskriminiere Oak Saplings. Ich diskriminiere hier einfach alle. Ich mache das ganze Feld leer. So. Hör auf zu. So, irgendwann hat er nichts. Irgendwann kann er nichts mehr nachpflanzen. Das ist Drecksding. Habe ich jetzt da aus Versehen den weggenommen? Nein. Ich grab dir jetzt einfach das Wasser ab. Dann hast du einfach keine mehr irgendwann. Irgendwann hast du keine mehr, du Drecksack, du. So. Hör auf damit. Ich nehme dir dein Spielzeug weg, ne? Also. Ne! Du Schweinepriester! So. Weg. Weg. Bist jetzt mal ruhig, Freund? Hast du jetzt tatsächlich keine Oak Saplings mehr? Du Drecksack, du. Hat er nicht mehr. Gut, jetzt kann er Birch wegen mir. Kann er Birch gerne pflanzen hier? Bitteschön, Birch Saplings. Aber keine Oak Saplings. Habe ich natürlich hier tatsächlich zwei Dinger abgegraben. Scheiße. Die lege ich dann einfach hier unten rein. Bitteschön. Aua. Okay, also das hat funktioniert. Jetzt muss ich erstmal das Zeug hier wegbringen. Diese Schweinepriester. Okay, Oak Saplings weg. Rubber Saplings weg. Mann. Gut. Er kann jetzt erstmal hier mit Birch weitermachen und nichts anderem, bitte. Das ist gut. Jetzt müsste ich ihm noch sagen, dass er bitte auch sämtlichen Kalettus, die er denn da hinten produziert, auch für die Quest nut. Lettuce. Wir haben schon 70. Das muss er jetzt auch irgendwie in die Quest reinbringen. Deshalb nehmen wir uns ein Quest Delivery System und ein Output. Output. Nee, Export, bitte. Export. Ein Precision Export Bus oder ein Basic. Basic müsste langen. Basic müsste gehen. So, das Ding stellen wir uns einfach dahin. QDS kommt. Das QDS nehmen wir uns, stellen es da so hin.
geben dem QDS eine Quest. Give me a quest. Da ist das Ding. Click here to start. Hell's Kitchen open. Leafy Greens. Select Task. Schupp. Ah, die nehme ich doch. So, das war falsch rum. Das müssen wir mal drehen. So. Und was darf er da exportieren? Er darf da bitte Lettuce exportieren. Lettuce. Bitteschön. Schau mal, ob das funktioniert hier. Da. Lettuce. Jetzt gucken wir in die Quest rein. Ja, da passiert was. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir schon mal ein Feld ans ME-System angeschlossen. Das ist genial. So, das geht rein. Das ist genial. Das sieht gut aus. Also ich muss sagen, die Felder ans ME-System anzuschließen ist schon echt geil. Und ich überlege mir echt, ob ich das nicht auch bei anderen mache. Zum Beispiel mit dem hier. Das wäre relativ leicht anzuschließen. Das wäre wirklich, wirklich leicht anzuschließen. Wenn ich das einfach... Ich müsste hier nur das Ding anschließen und das Mittelding. Und schon hätte ich das Ding auch am E-System dran. Das wäre eigentlich echt fix getan. Sollte ich vielleicht in Angriff nehmen. Weil das schon... Ich finde, das bringt was. Was wir jetzt noch mal machen, ist gucken, wie viel Zeug er hier noch hat. Scented Artificial Lives, nehmen wir die anderen. So. Und so. Okay. Ich weiß irgendwie, es funktioniert nicht. Ich habe es gemerkt, langsam sicher merke ich, es funktioniert nicht. Ich weiß das. Ich will es trotzdem. Ich will diese blöden Winterbienen. Ich will sie einfach. So, so. Da noch einen hin. Da, da und da wegen mir. So. Spawnt gefälligst, die Scheißdinger. Bienchen, 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 Bienchen. Okay, also, hier haben wir nochmal ein paar neue Fischchen. Ist auch nett. Oh, noch mehr neue Fischchen. Fischecks rein. Glücklich sein. Wir teilen die Fische auf. Männlich, weiblich, männlich und tot. Tote Fische. Viele tote Fische. So, bom, bom, bom. Ich bin glücklich. Ich esse was. Oh, da ist die Quest fertig. Da ist die Quest fertig. Die Kuh-Quest ist fertig. Die muss ich gleich mal abgeben. Da gibt es noch ein Herzchen. Ne? So, gehen wir mal hier zurück. Zurück. Das ist bei Go With The Flow. Ist hier Fungus. Super, wieder fertig. Wir nehmen nochmal die Rune of Sacrifice mit. Geilomat, ey. Das ist echt geil. Die kann ich einfach dann wieder starten. Hier haben wir Smelly Shit. Der ist aber bei 10%. Da ackert er auch richtig gut. Spawn Mushroom. Komm, dann die werden irgendwie weniger. Ne? Hab ich das blöde Gefühl. Wir spawnen uns hier nochmal einen Schwung Mushrooms. Warum nicht? So, da noch ein Mushrooms gespawnt. Die Full Hearts packen wir jetzt im E-System. Guck mal da. Die Rune of Sacrifice bringen wir nach oben. Ach, wie schön ist Lummerland. Guckt euch das mal an. Das ist doch genial. Hier. Genial ist das. So kriegen wir das hier auch fertig. Das läuft aber automatisch weiter. Ne? Warum nicht? Läuft halt. So, Float Tank, das sieht auch gut aus. Was haben wir hier noch so? Nix. Da sterben sie ganz fleißig. Wie sieht es denn bei der Quest aus mit dem Meat hier? 46%, okay. Milk 10%. Ach, das ist so wenig. Liquid Mobs haben wir aber schon fertig gehabt. Ja, doch. Completed. Fluid Protein fehlt, die fehlt. Das haben wir completed, completed. Die sowieso. Liquid Bees haben completed. Das haben wir completed. Colder Thunder fehlt und Fueling the Void fehlt. Okay. Bei Fueling the Void fällt mir gerade mal ein. 11% und das läuft immer weiter. Oh yeah, Baby. Es funktioniert. Es funktioniert. Und mit den Schäfchen funktioniert es auch. Alter, Schäfchen, ey. Alter Verwalter. Schafe ohne Ende. Hilfe. Voll die Schafokalypse. Schafokalypse. Jetzt bin ich gerade echt überlegen. Ich baue das Ding auch noch um. Komm her. Ich brauche ein paar ME-Kabel und Import, Output, ein paar Dingsbums. Also, ich brauche eine Chest. Ich brauche ME-Kabel.
ME Cable. Ich brauche einen Import für Fluid. Fluid Import Bus. Ich brauche einen Precision. ME Precision Import Bus preconfigured. Nehmen wir Precision. Und preconfigured ist egal. Was ist das hier? Auch preconfigured. Import, dann nehmen wir uns noch einen Export. Precision Basic reicht da. Basic Export Bus reicht vollkommen. Gut, dann bauen wir als erstes mal hier ab. So. Bauen das hier ab. Das brauchen wir nämlich alles dann nicht mehr. So, so. Habe ich noch einen vergessen? Da ist noch einer. So. Das haben wir. Da brauchen wir jetzt einen Export-Bus. Basic Export-Bus. So. Nein, falsch. So. Was darf der Nutz haben? Der darf bitte Lettuce Seeds exportieren. Jawohl. Jetzt habe ich nur einen E-Kabel mitgenommen. Bin ich so blöd? Tatsächlich. Ich brauche ein paar mehr. Sorry. ME Cable. 64 ist besser. Hört sich besser an. So. Da gehen wir dann einfach. Oder wir bauen das hier um. Wir bauen das hier um. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Da kommt einfach eine Leitung zwischen. Ne, das geht ja auch wieder nicht. Das geht ja nicht. Da muss es. Machen wir es unten rum. Ja, hat sich nicht so viel gebracht, ist egal. Ich kann aber jetzt direkt daran. Insofern hat es was gebracht. So. ME-Kabel. Energy is low, okay. Heißt, hier müsste er jetzt theoretisch. Es funktioniert, okay. Mein Energy. Also, wir haben das. Das Ding haben wir angeschlossen, müssen wir den anderen noch anschließen. Ja, geil. Geilomat und so. Wir müssen mal wieder unser Jetpack aufladen. Das kommt ja alle Nase lang mal vor. Oh ja, also ich muss echt sagen, mit dem Anschließen ans ME-System, das macht schon Spaß. Muss ich echt sagen. Das macht schon verdammt viel Spaß. So kann ich mir dann jede Menge Kabel sparen und Zeug und das läuft alles automatisch und durch das ME-System. Das ist schon geil. Muss ich ja mal so sagen. Ich kann hier die Leitung auch nochmal abbauen. Hier, die brauchen wir auch so erstmal nicht mehr. Warte, machen wir. So. Machen wir es so. Kann ich drauf rumlaufen und das immer abbauen. Und sammle es auch noch ein. So, das haben wir. Hier brauchen wir jetzt eigentlich den ganzen Kleideradatsch nicht mehr. Wir brauchen hier eine Kiste, eine Chest, die wir oben drauf setzen. Ja, er packt jetzt gerade ein paar Sachen raus. Das ist nicht so ideal, aber wir können es nicht ändern. Item Duct. Bam, bam. Servo umstellen. So. Und schon müsste er es hier oben in die Kiste packen. Ja. Okay, das funktioniert. Warten wir noch kurz, ob es nochmal funktioniert. Müsste aber eigentlich. Vom Prinzip her müsste das gehen. Ja, funktioniert. Okay. Wir können hier das Ding abbauen. Einmal hier. So. Dann brauchen wir nur noch die ME-Kabel hier. Fluid Export Bus. Kommt daran. Und der Precision. ME-Precision Import Bus. Das hier. Fruit Import Bus und dann kommt hier nochmal der Precision Import Bus. Das heißt, das Ding hier müsste eigentlich jetzt leer laufen. Theoretisch. Gucken wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. So. Wenn ich jetzt die Sachen reinwerfe. Ah, kann er natürlich nicht, weil er nicht angeschlossen ist. Map. Das kann ja nicht funktionieren. Idiot. Das da weg und das da weg. Und
das da weg. Und dann kann ich da nämlich schon ran. Holen wir uns da eben das E-Kabel hier. So, und jetzt müsste da oben etwas rauslaufen. Und es läuft auch raus. Und wir lassen das Ganze als Stack rauslaufen. So, funktioniert doch. Und hier, Sludge geht auch raus. Haben wir das Ding auch angeschlossen. Hei, hei. Und hier kann ich dann sogar das hier weiter abbauen. So, die Kiste hier kann eigentlich auch weg. Da sind noch Lettuce Seeds drin, die können weg. Da ist noch das andere Feld angeschlossen. Wir können aber das hier abbauen. Ja, komm her. So. Da ist nämlich das Feld noch angeschlossen. In dem Feld wird auch Lettuce angebaut. Jawohl. Wir können es aber so erstmal so lassen. Okay. Die Kiste kann dann auch weg. Eingesammelt. Sehr schön. Und wir haben das zweite System angeschlossen. Ah, dieses Kabelwirrwarr ist eigentlich so ein bisschen weniger. Ah, ja, ja. Das, so macht es doch viel schöner. Muss ich ehrlich sagen. Hier sieht es gut aus mit dem Birch. Wunderbärchen. Ach, ist das schön. Ist das schön. So. Das war's dann aber auch schon wieder mit dieser Folge. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.